Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe des Steuerrechts finden wir uns in dem 14. Teil, nähern uns hiermit dem Ende der Einkommensteuer langsam mittels den außergewöhnlichen Belastungen, womit wir dann zu dem Einkommen kommen. Wie gehen wir dabei vor? Natürlich erstmal wie immer Definitionen und Grundlagen, also die Frage, was sind außergewöhnliche Belastungen? Dann kommen die unbeschränkten, nicht pauschalierten außergewöhnlichen Belastungen. Die umfassen Krankheit, Chor, Scheidung, Pflege und Bestattungskosten. Ehe wir zu den beschränkten außergewöhnlichen Belastungen kommen, das ist der Unterhalt und der Ausbildungsfreibetrag. Und mit viertens die pauschalierte außergewöhnlichen Belastungen, das ist der Behindertenpauschbetrag und der Pflegepauschbetrag. Okay, legen wir los. Und zwar mit Definition und Grundlagen. Zu finden in § 33 Absatz 1 StG. Da steht, dass außergewöhnliche Belastungen Aufwendungen sind, die dem Steuerpflichtigen zwangsläufig, also unfreiwillig, entstehen. Absatz 2 ist geregelt, was zwangsläufig ist. Das sagt, zwangsläufig sind jene Aufwendungen, wenn sich der Steuerpflichtige, wortwörtlich, ihn aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und soweit die Aufwendungen den Umständen nach notwendig sind. Ist das erfüllt, haben wir also außergewöhnliche Belastungen und ja, die können wir ansetzen. Man muss sie jedoch auch noch unterteilen. Die erste Gruppe sind die unbeschränkten, nicht pauschalierten. Dann gibt es die beschränkten. Und zuletzt die pauschalierten. Und wir fangen an mit den unbeschränkten, nicht pauschalierten außergewöhnlichen Belastungen. Das ist die umfangreichste Gruppe der außergewöhnlichen Belastungen, weil sie alle Sonderfälle, die nicht pauschaliert oder beschränkt sind, umfassen. Sprich, hier sind es mehr oder weniger Fallentscheidungen. Allerdings gibt es eine kleine Beschränkung, die zwar die sogenannte zumutbare Belastung. Dies zu finden in § 33 Absatz 3 StG und regelt, dass nur die Summe der oben genannten außergewöhnlichen Belastungen, welche diese sogenannte zumutbare Belastung überschreitet, angesetzt werden können. Man geht halt davon aus, dass ein gewisser Prozentsatz vom Gesamtbetrag der Einkünfte zumutbar ist und daher nicht angesetzt werden kann. Diese Grenze beträgt 1-7% des Gesamtbetrags der Einkünfte und hängt sowohl von der Veranlagungsform ab, sowie die Anzahl der Kinder, die der Steuerpflichtige hat. Was keine außergewöhnliche Belastung ist, ist der Mehraufwand für die Diätverpflegung. Das finden wir in § 33 Absatz 2 Satz 3 StG. Und im Satz 4 die Prozesskosten, außer wenn es ums Existenzminimum oder um eine Scheidung geht, die sind auch keine außergewöhnlichen Belastungen. Eine Art dieser unbeschränkten, nicht pauschalierten sind die Krankheitskosten. Die werden im Steuergesetz nicht näher erläutert. Wenn wir in das Gesetz reinschauen, das sind nur ein, zwei Seiten dazu und da steht nicht explizit Krankheitskosten. Wir müssen es also auf die Einkommensteuerrichtlinie R33.4 Absatz 1 beziehen. Und demnach sind alles Krankheitskosten, was der akuten Beseitigung von Erkrankungen dient. Sofern Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Behandlung etc. von einem Arzt oder Heilpraktiker verschrieben sind und nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Alle Zuzahlungen zu Medikamenten, eine Brille, Rollstuhl, Hörgerät, verordnete Therapien etc. Alle Prophylaxen, also alle vorbeugenden Maßnahmen und auch Kleidung für Krankenhausaufenthalt sind keine Krankheitskosten. Damit kommen wir jetzt zu den Chorkosten. Sie werden auch in den Steuergesetzen nicht näher erläutert. Man kann die Einkommensteuergerichtshinweise ESTH H331 bis 334 Absatz 1 hinzuziehen, in denen sind die geregelt und dort steht, dass das nur Kosten sind, die dem Steuerpflichtigen durch Chorbehandlung bzw. Choraufenthalte und Chormittel entstehen, unter der Voraussetzung natürlich, sie müssen wieder verschrieben sein und zwar von einem Arzt oder einem Heilpraktiker. Erstaunlicherweise umfassen sie auch die Kosten einer angemessenen Unterbringung sowie Fahrtkosten mittels öffentlicher Verkehrsmittel sowie 80% der entstehenden Verpflegungsmehraufwendungen. Also 9,60 Euro für Anreise- und Abreisetag sowie 19,20 Euro für jeden vollen Tag. Wir erinnern uns, der Verpflegungsmehraufwand
ist eigentlich 12 Euro pro Anreise und Abteiltag und 24 Euro für einen vollen Tag. Ausnahme ist natürlich, wenn wir höhere, tatsächlich angemessene Verpflegungsmehraufwendungen nachweisen können. Dann können wir diese ansetzen. Eine weitere Gruppe, die zu diesen außerordentlichen Belastungen gehört, sind die Scheidungskosten. Und das umfasst ganz grob die Prozess-, Anwalts- und Folgekosten der Scheidung. Mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht zu sagen. Pflegekosten hingegen ist wieder etwas aufwendiger. Auch diese werden nicht in den Steuergesetzen erläutert. Man kann die Einkommensteuerrichtlinie R33.3 wählen. Nach dieser umfassen die Pflegekosten die Unterbringung in Pflegeheime sowie die Beschäftigung von Pflegekräften, sofern die Pflegebedürftigkeit nachgewiesen ist. Zum Beispiel durch Bescheinigung der Pflegekasse. Allerdings gilt das nicht für Alterspflege, also es muss wirklich aufgrund von Unfall zum Beispiel oder ähnliches sein. Pflegekosten, die nicht unter die unbeschränkten, nicht pauschalierten außerordentlichen Belastungen fallen, können, sofern sie die Voraussetzung erfüllen, unter den pauschalierten außerordentlichen Kosten angesetzt werden. Und last but not least, Bestattungskosten. Bestattungskosten werden in den Steuergesetzen nicht näher erläutert, zugrunde werden hier wieder die Hinweise gelegt, in dem Fall H33.1 bis 33.4. Ja, danach sind Bestattungskosten eigentlich alle Kosten, die mit der Beerdigung entstehen, zum Beispiel das Bestattungsinstitut, ein Sarg, ein angemessenes Grabmal. Grundsätzlich kann man 7.500 Euro minus andere Bestattungskosten dafür ansetzen, außerdem auch Grabpflege. Was man nicht ansetzen darf, sind Fahrt- und Reisekosten, Bekleidung und Leichenschmaus. Also wenn man sich jetzt extra einen schwarzen Anzug kauft, wegen der Beerdigung, und es mag auch sein, dass dem wirklich so ist, das ist das für eigentlich nicht relevant, weil man kann die auch anderweitig tragen. Daher ist es nicht klar zuordnenbar. Von den oben ermittelten Bestattungskosten muss allerdings auch noch ein etwaiger Nachlass, also ein Erbe, abgezogen werden. Ich merke mir, diese nicht pauschalierten, unbeschränkt abzugsfähigen außerordentlichen Belastungen eigentlich immer recht einfach. Und zwar ist es ja so, wenn man krank wird, dann entstehen einem halt Krankheitskosten. Wir gehen mal an, der Steuerpflichtige wird dadurch aber nicht genesen, wird also pflegebedürftig. Da hat er Pflegekosten, er muss dann vielleicht auch noch zu einer Kur, kehrt von der Kur nach Hause. Da stellt er fest, ja, er hat sich so verändert, er und sein Partner oder Partnerin müssen sich scheiden. Das ist aber so traurig, dass daraufhin der Partner verstirbt und er muss dann die Bestattungskosten tragen. So merke ich mir ungefähr diese fünf kleinen Kosten. Ja, dann gibt es noch die beschränkten außergewöhnlichen Belastungen. Die finden sich in § 33a StG, sind also nicht ursprünglich im Gesetz erfasst gewesen, sondern wurden nachgelagert und umfassen Unterhalt und Ausbildungsfreibetrag. Schauen wir erstmal den Unterhalt. Sie sind zu finden in § 33a Absatz 1 StG. Allerdings muss man einige Voraussetzungen erfüllen, damit man Unterhalt als außergewöhnliche Belastung deklarieren kann. Erstens, man muss zur Zahlung verpflichtet sein. Es ist egal, ob man freiwillig zahlt oder gezwungen zahlt, aber es muss grundsätzlich eine Unterhaltspflicht bestehen. Dann haben wir noch den 33a Absatz 1 Satz 4 StG. Unterhaltszahlung an ein Kind, für das kein Anspruch auf Kindergeld besteht, für das Elternteil oder Ehepartner, wenn Unterhaltsantrag als Sonderausgabe nicht gestellt wurde, das muss auch vorliegen. Also Unterhalt nicht an irgendjemanden, sondern wirklich nur Kind, Eltern oder Ehepartner, wenn der Antrag als Sonderausgabe nicht gestellt wurde oder nicht stattgegeben wurde. Und es darf kein eigenes Vermögen vorliegen von dem unterhaltenen Person. Hat die unterhaltene Person ein Vermögen über 15.500 Euro, kann man den Unterhalt nicht mehr ansetzen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können die geleisteten Unterhaltszahlungen bis zu einem Betrag von 8.652 Euro pro Jahr zuzüglich geleisteter Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge geltend gemacht werden. Das gilt noch für 2016. Ich bin jetzt, wie gesagt, immer noch bei den Reststand 17. Da wird sich dieser Betrag erhöht haben. Wie man sieht, 8.652 Euro. Dieser Betrag gleicht also dem Grundfreibetrag. Das heißt, 2017 wird er erhöht sein, weil, wenn ich es recht gesehen habe,
ist deutlich erhöht worden, der Grundfreibetrag. Wie sieht das jetzt aus in der Berechnung? Ja, nach 33a Absatz 1 Satz 1 StG sind die Basis die tatsächlich geleisteten Unterhaltszahlungen bis maximal dem Höchstbetrag pro Jahr. So, Satz 5 sagt, hat der Unterhaltende jedoch eigene Einkünftebezüge, ist der Höchstbetrag, um diese zu kürzen. Einkünfte sind einkommensteuerpflichtigen Einnahmen gekürzt um Werbungskosten. Also, wir nehmen diesen Höchstbetrag, die 8.652 Euro, ziehen die gekürzten Einkünfte und Bezüge ab, rechnen dazu aber erstmal die Einkünfte aus. Dazu nehmen wir die Einkünfte minus die Werbungskosten. Dann müssen wir die Bezüge berechnen. Das finden wir in die Richtlinien 33a 1 Absatz 3 Satz 5, Satz 5 STR. Bezüge, das ist halt im Prinzip alle einkommenssteuerfreien Einnahmen wie Wohngeld, Krankengeld, Unfallrenten etc. Außerdem sind hier allerdings Leistungen aus der Pflegeversicherung, Werkzeuggeld und den Übungsleiterfreibetrag, der eine Kostenpauschale von 180 Euro übersteigt. Die müssen wir auch hier dazu rechnen. Also merken, Einkünfte sind einkommenssteuerpflichtig, Bezüge sind einkommenssteuerfrei, da allerdings auch nicht alle. Wie wir gesehen haben, es gibt drei Ausnahmen. Die Kostenpauschale müssen wir abziehen natürlich davon, allerdings nur wenn wir Bezüge haben. Haben wir keine Bezüge, können wir die Kostenpauschale für Bezüge natürlich nicht abziehen. Daraus können wir theoretisch bereits die Summe der Einkünfte und Bezüge errechnen. Aber wir müssen insgesamt noch den Karenzbetrag abziehen. Der beträgt 624 Euro. Machen wir das, haben wir die gekürzten Einkünfte und Bezüge. Diese ziehen wir vom Höchstbetrag ab und erhalten den gekürzten Höchstbetrag, welcher die Differenz zwischen dem Höchstbetrag und der gekürzten Summe der Einkünfte ist. Nach 33a Absatz 1 Satz 2 StG werden anschließend die geleisteten Krankenversicherung bzw. Pflegeversicherungszahlungen, allerdings nur die Basisleistung, also nicht irgendwelche Komfortleistungen, hinzugerechnet. Man muss bitte daran denken, die Krankenversicherung muss um 4% gekürzt werden, wenn der Unterhaltende nicht komplett selbst gezahlt hat, also ein Arbeitgeberanteil existiert. Wichtig ist auch 33a Absatz 3 Satz 1 StG, der Höchstbetrag und der Karenzbetrag sind für jeden Monat mit je 1/12 anzusetzen. Auch wichtig, Werbungskostenpauschbeträge und die 180 Euro Kostpauschale sind zeitanteilig anzusetzen. Also wenn man jetzt für 10 Monate arbeiten gegangen ist und 8 davon entfallen hier auf die Unterhaltsrechnung, dann setzen wir nicht 8/12 dafür an, sondern 8/10. Haben wir dann aber den gekürzten Höchstbetrag und die tatsächlichen Unterhaltszahlungen ausgerechnet, vergleichen wir, welcher niedriger ist, wählen den und tun dann Kranken- und Pflegeversicherung zurechnen. Ich habe in einigen Lehrbüchern schon gesehen, dass diese etwas anders vorgehen. Die nehmen den Höchstbetrag zuzüglich Krankenversicherung, Pflegeversicherung und fangen dann an, den zu kürzen. Das ist so lange richtig, wie wir die 8.652 Euro, also wenn wir mal höchstens 8.652 Euro kürzen. Wenn wir mehr kürzen müssen, kommen wir auf ein falsches Ergebnis. Darum würde ich nicht zu dieser Methode raten, sondern wirklich den normalen Höchstbetrag kürzen und dann wirklich schauen, was ist höher, die geleistete Zahlung oder der gekürzte Höchstbetrag und dann Kranken- und Pflegeversicherung drauftragen, weil die dürfen nicht gekürzt werden. Auf die hat man immer Anspruch. Okay, da das ein bisschen komplex ist, mache ich das hier in einer Ad-Hoc-Übung. Die Aufgabe sieht so aus, die steuerpflichtige P. Olga leistet an ihr auswärtig untergebrachtes Kind Tina, welches am 15. März 1991 geboren ist und sich seit 2014 im Vollzeitstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni befindet, ist ein Erststudium, monatliche Unterhaltszahlung von je 500 Euro. Außerdem überweist sie die KV-PV-Beiträge in monatlicher Höhe von 150 Euro für sie. Tina geht seit März neben dem Studium Kellnern und erhält dafür monatlich 200 Euro. Zudem erhält sie seit März Wohngeld von monatlich 100 Euro und 50 Euro monatlich als Übungsleiterin ihres Sportvereins. Ihr Vermögen beträgt 5000 Euro. Frage, wie hoch ist der Unterhalt 2016 für Tina anzusetzen? Ja, § 32 Absatz 4 Nummer 2a StG.
Tilas die ersten 3 Monate als Kind zu berücksichtigen, weil danach hat sie das 25. Lebensjahr erreicht und ist kein Kind mehr, es sei denn, sie wäre schon zuvor behindert gewesen. Damit erhält Frau Olga Kindergeld für sie und es handelt sich nicht um Unterhalt im steuerlichen Sinne für diese Monate. Für die anderen 9 Monate liegen Unterhaltszahlungen vor, da die Voraussetzungen des 33a Absatz 1 STG, also Unterhaltspflicht, Kind, für das kein Kindergeld gewährt wird und Vermögen kleiner 15.500 Euro erfüllt sind. Achtung, hier greift der 33a Absatz 3 Satz 1. Der Höchstbetrag und Karenzbetrag sind nur für 9/12, also April bis Dezember, anzusetzen. Der Werbungskostenpauschbetrag für 9/10 März bis Dezember und die Kostpauschale auch nur für 9/10 von März bis Dezember, weil sie seit März erst diese Bezüge erhält. Und auch seit März natürlich erst Kellnern geht. Okay, lösen wir die Sache mal nach dem vorgegebenen Schema. 33a Absatz 1 Satz 1 ESTG. Die tatsächlichen Zahlungen sind 500 Euro pro Monat, mal 9 Monate, die wir rechnen, macht 4.500 Euro. Die müssen wir jetzt mit dem gekürzten Höchstbetrag vergleichen. Den finden wir mit 33a Absatz 1 Satz 1 ESTG, der sind 8.652 Euro. Aber wir dürfen nur 9/12 ansetzen, da ja nur 9 Monate Unterhalt bezogen wird. Multiplizieren wir das damit, erhalten wir 6.489 Euro. Nach 33a Absatz 1 Satz 5 ESTG müssen eigene Einkünfte und Bezüge abgezogen werden. Ich erinnere nochmal dran, Einkünfte sind einkommensteuerpflichtige Einnahmen, gekürzte Werbungskosten. Also, die Einkünfte sind 200 Euro mal 9 Monate. Also das Geld, was ich aus Kellner habe, macht 1.800 Euro Einkünfte. Ziehen davon nach § 9a Absatz 1 Nummer 1a ESTG den Werbungskostenpauschbetrag ab, allerdings nur 9/10 davon. Das sind also 1.000 Euro mal 9/10, sind 900 Euro Werbungskosten. Dann müssen wir die Bezüge hinzurechnen nach Richtlinie 33a1 Absatz 3 Satz 5 STR. Ist halt einkommensteuerfreie Einnahmen, Wohngeld, Krankengeld und so weiter, außer Pflegeversicherung, Werkzeuggeld und den Übungsleiterfreibetrag, der eine Kostenpauschale von 180 Euro übersteigt. So, der Übungsleiterfreibetrag, den finden wir in § 3, Nummer 26 STG. Der beträgt 2.400 Euro im Jahr. Ihre Vergütung beträgt 50 Euro pro Monat, das wären 600 Euro im Jahr, damit einkommensteuerfrei und kein Bezug. Können wir also nicht hinzurechnen. Wohngeld hingegen ist ein Bezug. Sie hat 100 Euro pro Monat erhalten, das 9 Monate lang, sind nur 900 Euro Bezüge. Hebt gewisserweise in der Rechnung die Währungskosten auf. Da wir Bezüge haben, dürfen wir die Kostenpauschale ansetzen, allerdings auch nur für 9/10 mal 180 Euro, sind 162 Euro, die wir hier abziehen dürfen. Dann 9/12 vom Karenzbetrag, sind 9/12 mal 624 Euro, macht minus 468 Euro. Bilden wir daraus die Summe, haben wir die gekürzten Einkünfte und Bezüge in Höhe von 1.170 Euro. Die ziehen wir vom Höchstbetrag ab und erhalten damit den gekürzten Höchstbetrag, in dem Fall mit 5.319 Euro. Wir überprüfen, der Unterhalt ist hier zu ermitteln mit dem niedrigeren Wert plus Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Ja, niedriger ist der Unterhalt, 4.500 Euro. Die Krankenpflegeversicherung sind 150 Euro mal 9 Monate, sind 1.350 Euro. Wir haben also 4.500 tatsächlichen Unterhalt plus KVPV 1.350. Der anzusetzende Unterhalt beträgt demnach 5.850 Euro. Okay, damit kommen wir zum Ausbildungsfreibetrag. Zu finden ist der Paragraphen 33a Absatz 2 STG und der Ausbildungsfreitag gilt halt für Kinder des Steuerpflichtigen, die sich in einer Berufsausbildung befinden. In Satz 1 finden wir die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit er in Anspruch genommen werden kann. Das wäre zunächst, der Steuerpflichtige muss Anspruch auf Kindergeld für das Kind haben und das Kind muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zudem muss es auswärtig untergebracht sein.
und es muss sich in einer Berufsausbildung befinden. Wenn diese vier Sachen erfüllt sind, hat er Anspruch auf den Ausbildungsfreibetrag. Dieser beträgt dann 924 Euro pro Jahr und Kind. Paragraphen 33a Absatz 4 StG ist die Kürzelung geregelt. Die sagt wieder, dass für jeden Monat, für den die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, er um jeweils ein Zwölftel zu kürzen ist. Wann ist das? Ja, zum Beispiel, wenn innerhalb des Jahres das Kind das 25. Lebensjahr erreicht oder wenn die Ausbildung mitten im Jahr beginnt oder mitten im Jahr auszieht oder halt das 18. Lebensjahr in dem Jahr erst erreicht wird. Damit kommen wir zur letzten Gruppe, den pauschalierten ausländischen Belastungen. Und das umfasst halt ganz grob die Pauschalierung für Behinderte und für die Pflegebedürftigkeit. Geregelt ist das alles in Paragraphen 33b EStG. Fangen wir an mit dem Behindertenpauschbetrag. Den finden wir in 33b Absatz 1 Satz 1 EStG. Geregelt ist dort, dass ein Anspruch auf den Behindertenpauschbetrag Behinderte haben, die folgende Grade der Behinderung erfüllen, sowie nach 33b Absatz 5 Satz 1 EStG Eltern von behinderten Kindern, sofern diese den Behindertenpauschbetrag nicht in Anspruch nehmen. Also entweder wird es dem Behinderten zugesprochen oder auf Antrag den Eltern des Behinderten. Es gibt da verschiedene Gruppen. Eine finden wir im 33b Absatz 2 Nummer 2 EStG. Bei einer Behinderung von 25 bis 50% und vom ERG für gehbehindert, das finden wir nach Lit B, oder Anspruch auf Bezüge aufgrund der Behinderung nach Lit A. Wenn die Behinderung hier 25 bis 30% ist, sind es 310 Euro, 35 bis 40% 430 Euro, und von 45 bis 50% 570 Euro. Die zweite Gruppe finden wir in Nummer 1 EStG, die Behinderung sei größer oder gleich 50%. 55 bis 60% sind 720 Euro, von 65 bis 70% 890 Euro, 75 bis 80% sind 1060 Euro, 85 bis 90% sind 1230 Euro und 95 bis 100% 1420 Euro. Die letzte Gruppe finden wir im 33b Absatz 3 Satz 3, allerdings nur in Verbindung mit Paragraph 33b Absatz 6 StG. Man bedeutet ganz kurz, die behinderte Person ist blind oder hilflos. Das heißt, auf dem Vermerk B oder H muss vermerkt sein. Dann sind das ungeachtet irgendwelcher prozentualen Behinderungsangaben 3.700 Euro, die geltend gemacht werden können als Behindertenpauschbetrag pro Jahr. Wichtig ist hier noch die Richtlinie 33b Absatz 8. Der Pauschbetrag, der wird nicht gezwölftelt. Also man hat immer auf den vollen Anspruch, auch wenn man nur einen Monat oder einen Tag das erfüllt. Einzige Variante, die es gibt, wo er sich ändert, ist, wenn sich der Grad der Behinderung ändert, dann wird der höchste von diesen Beträgen gewährt. Also wenn wir zum Beispiel von 45% mit G hätten wir 570 Euro, es kommt jetzt noch ein größerer Unfall, man wird sogar hilflos, fällt also hier in unsere rechte Spalte rein und hätte 3.700, dann gilt für das Jahr halt sozusagen das Worst-Case-Szenario, die 3.700 Euro. Und damit sind wir bei 4.2, dem Pflegepauschbetrag. Der ist zu finden im Paragraphen 33b Absatz 6 StG und Anspruch auf ihn hat man in wenn der Steuerpflichtige sich um eine dauernd hilflose Person kümmern muss. Der Betrag beträgt jährlich 924 Euro. Allerdings müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Die finden wir im Satz 1 geregelt. Der Steuerpflichtige erhält für die Pflege keine Vergütung. Ausnahme ist hier der Satz 2. Pflegegeld für Kinder des Steuerpflichtigen. Also ein Pflegegeld gilt nicht als Vergütung, die sind unschädlich. Satz 5. Die Pflege muss im eigenen Haushalt des Steuerpflichtigen oder im Haushalt des Pflegebedürftigen erfolgen. Wichtig ist auch noch der Paragraph 33b Absatz 6 Satz 6 StG. Und zwar, wenn mehrere Steuerpflichtige die Pflege übernommen haben und diese Voraussetzungen alle erfüllen, dann wird der Pflegepauschbetrag gleichmäßig auf diese verteilt. Er wird auch nicht gezwölftelt, es genügt die Voraussetzung, einen Tag im Jahr zu erfüllen.
So, mit der Theorie sind wir durch. Jetzt seid ihr dran. Ich habe mir wieder ein paar Aufgaben ausgedacht. Am besten, ihr pausiert das Video, nehmt euch Stifte, Papier oder irgendein anderes Schreibmedium zur Hand, versucht die Aufgaben zu lösen und hinterher vergleichen wir. Ich wünsche euch viel Erfolg. Mal sehen, was rauskommt. Okay, kommen wir zur Lösung 1. Anzusetzen ist hier der Paragraph 33 Absatz 1 StG, die allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen. Die umfassen halt in dem Fall die Zuzahlung zu Medikamenten in Höhe von 1500 Euro. Dann Krankenhauskosten ohne Bademantel abzüglich Zahlung Krankenkasse, also 3000 Euro minus 2500 Euro sind 500 Euro, die wir noch dazu rechnen müssen. Rechtskosten für die Scheidung, restliche Rechtskosten nicht, sind 2500 Euro gesamt minus 1000 Euro die restlichen, macht 1500 Euro, die man ansetzen kann. Ergibt die Summe der allgemein außergewöhnlichen Belastungen, die noch nicht gekürzt sind, von 3500 Euro. Wir müssen sie natürlich kürzen, und zwar um Paragraph 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2a StG um die zumutbare Belastung. Dies in diesem Fall 3% des GDEs, also des Gesamtbetrags der Einkünfte. Das war 25.000 Euro mal 3% sind 750 Euro, die wir kürzen müssen. Verbleiben allgemeine außergewöhnliche Belastungen, die gekürzt sind bereits, in Höhe von 2750 Euro, die wir ansetzen können. Dann greift noch § 33b Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit 33b Absatz 5 Satz 1 StG, kurz der Behindertenpauschbetrag, denn Erna ist hilflos und Kind nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 StG. Können wir den vollen Betrag von 3.700 Euro ansetzen. Dann haben wir noch den Pflegepauschbetrag, geregelt in 33b Absatz 6 StG von 924 Euro. Ergibt eine Summe von 2.750 plus 3.700 plus 924 Euro gleich außergewöhnliche Belastungen von 6.474 Euro. Okay. Zweitens, ich gebe wieder einen Moment Zeit, damit ihr pausieren und lösen könnt. Und ich springe natürlich gleich selber zur Lösung, bringt ja nichts, wenn ich pausiere. Okay, kommen wir zur Lösung. Ihr seht, ich brauche dafür 7 Folien, war also recht umfangreich. Ich gebe auch zu, da habe ich mir einiges ausgedacht. Fangen wir an, am besten vorne, weil hinten so weit weg ist, mit Paragraph 33 Absatz 1 StG, den allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen. In dem Fall haben wir Beerdigungskosten von 5.000 Euro. Ihr erinnert euch, 7.500 Euro sind mehr oder weniger unstrittig, sind wir also locker in dem Bereich drinne. Müssen allerdings natürlich unser Erbe abziehen von 3.000 Euro. Macht allgemeine außergewöhnliche Belastungen, die noch nicht gekürzt wurden, von 2.000 Euro. Wir müssen natürlich die Kürzung durch die zumutbare Belastung vornehmen. Hier in dem Fall § 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2b. Das GDE mal 1% sind 35.000 Euro mal 1%. Wir kürzen also um 350 Euro. Macht allgemeine außergewöhnliche Belastungen gekürzt, die wir ansetzen können, von 1.650 Euro. So, dann schauen wir uns mal die Kinder an. Angelia ist am 10. Februar 1999 geboren, ist also 17 Jahre bis zum 10.02.16, ab da 18 Jahre. Sie ist auswärtig untergebracht und befindet sich in der Erstausbildung. Sie ist also ein Kind im Sinn des Paragraphen 32 Absatz 3 StG für Januar bis Februar. Ab März ist sie ein Kind im Sinn des Paragraphen 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a StG. Okay, schauen wir also erstmal uns den Anspruch auf den Ausbildungsfreibetrag an. Den finden wir im Paragraphen 33a Absatz 2 Satz 1 StG. Und der beträgt 924 Euro. Nach Absatz 3 müssen wir um je ein Zwölftel kürzen, um ein Zwölftel kürzen, da im Januar noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht wurde. Also 77 Euro weg ist ein Zwölftel. Ergibt einen Ausbildungsfreibetrag und damit außergewöhnliche Belastung für Angelia in Höhe von 847 Euro. Okay. Dann der Sebastian, geboren am 15. Juli 1991. 24 Jahre bis zum 15.07.16, ab da 25 Jahre,
auch aus Werkstatt untergebracht, auch in Erstausbildung. Ist also ein Kind im Sinne des 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a StG für die Zeit von Januar bis Juli. Hat demnach nach 33a Absatz 2 Satz 1 StG Anspruch auf den Ausbildungsfreibetrag für Januar bis Juli. Gesamt wären das 924 Euro. Allerdings, nach Absatz 3 müssen wir natürlich kürzen um 5/12, da ab Juli 25. Lebensjahr erreicht. Das heißt, minus 385 Euro. Ergibt einen Ausbildungsfreibetrag von 539 Euro. Danach ist er 25 Jahre und ist kein Kind mehr. Für Sebastian können wir auch noch den Unterhalt ansetzen, da er ab seinen 25. Geburtstag auswärtig untergebracht ist, die Eltern kein Kindergeld mehr erhalten und unterhaltsberechtigte Zahlungen leisten. Das sind dann 600 Euro mal 5 Monate, macht 3000 Euro geleistete Unterhaltszahlungen. Die müssen wir mit dem gekürzten Höchstbetrag vergleichen. Der anteilige Höchstbetrag für 5 Monate beträgt dann 3605 Euro. Abzüglich gekürzte Einkünfte und Bezüge, die wir errechnen aus Einkünfte, hat er keine. Plus Bezüge hat er, und zwar Wohngeld in Höhe von 5 mal 100 Euro, macht 500 Euro. Minus die anteilige Kostenpauschale für 5/12, also 5 Monate, mal 180 Euro sind minus 75 Euro. Minus Karenzbetrag, 5/12 mal 624 Euro, also minus 260 Euro. Ergibt gekürzte Einkünfte und Bezüge von 165 Euro. Die ziehen wir vom Höchstbetrag ab und landen auf einen gekürzten Höchstbetrag von 3440 Euro. Unterhalt ist hier niedrigerer Wert plus KVPV, also der tatsächliche Unterhalt von 3000 Euro plus Zuzahlung zur Kasse, da haben wir nichts, macht anzusetzenden Unterhalt für ihn von 3000 Euro. Dann haben wir noch Max, geboren am 15. Juli 1991. Er ist 24 Jahre bis 15.07.2016, ab da 25 Jahre. Er ist auswärtig untergebracht, befindet sich allerdings in der zweiten Ausbildung und hat unschädliche Einkünfte. Er ist also ein Kind im Sinne des 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a für Januar bis Juli, hat daher für diese Zeit nach 33a Absatz 2 Satz 1 einen Anspruch auf den Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro, allerdings natürlich nur zeitanteilig für 5/12 nach § 33a Absatz 3 StG, da ab Juli das 25. Lebensjahr erreicht, heißt minus 385 Euro. Macht einen Ausbildungsfreibetrag von 539 Euro. Ja, wie sieht der Unterhalt bei Max aus? Ja, bezahlt wurden wieder 3000 Euro. Der gekürzte Höchstbetrag muss damit verglichen werden. Natürlich haben wir aber hier auch wieder nur einen Höchstbetrag von maximal 5/12 mal 8652 Euro gleich 3605 Euro. Abzüglich der gekürzten Einkünfte und Bezüge. Er hat einen Minijob, 5 mal 450 Euro. Ihr erinnert euch, der Minijob gilt als unschädliche Einkunftsart zwar, also für die Betrachtung, ob er denn noch ein Kind wäre, beziehungsweise. Aber hier in dem Fall ist es ja so, dass es trotzdem eine Einkunft ist, und zwar aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Macht 2250 Euro, abzüglich den Werbungskostenpauschbetrag von 5/12 mal 1000 Euro, sind minus 416,67 Euro, war jetzt leider keine glatte Zahl, ging nicht anders. Minus den Karenzbetrag, 5/12 mal 624 Euro, sind minus 260 Euro. Ergibt gekürzte Einkünfte und Bezüge von 1573,33. Das müssen wir abziehen vom Höchstbetrag, damit erhalten wir den gekürzten Höchstbetrag von 2031 Euro und 67 Cent. Unterhalt ist natürlich wieder niedriger Wert plus KVPV. Hier sind der gekürzte Höchstbetrag niedriger und damit der anzusetzen. Macht einen Unterhalt von 2031 Euro 67 Cent. Dann haben wir noch den Behindertenpauschbetrag von 50% für Norbert. Er fällt damit den Paragraphen 33b Absatz 3 Satz 2 StG. Hat einen Anspruch auf einen Pauschbetrag von 570 Euro. Die allgemeinen ausländischen Belastungen sind 1.650 Euro plus den Ausbildungsfreibetrag für Angelia von 847 Euro
plus den Ausbildungsfreibetrag von Sebastian von 539 Euro, plus Unterhalt von Sebastian von 3000 Euro, plus Ausbildungsfreibetrag von Max von 539 Euro, plus Unterhalt Max von 2031,67 Euro, plus den Behindertenpauschbetrag von Norbert hier, ergibt unsere außerordentlichen Belastungen, die wir ansetzen können, in Höhe von 9.176,67 Euro. Ja, damit sind wir mit der Vorlesung für heute durch. Ich hoffe, es war interessant, lehrreich. Ich hoffe, vor allem anschaulich dargestellt. Ihr habt gesehen, teilweise sind die Sachen doch recht komplex. Vor allem diese Unterhaltsberechnung kann wirklich sehr aufwendig sein. Ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Wunsch, mit einem schönen Tag, einem schönen Wochenende, was auch immer euch bevorstehen möge. Wir sehen uns bestimmt bald wieder, und zwar dann mit Steuerrecht 15. Und da gehen wir in die richtig, ich nenne es jetzt mal tiefen oder doch recht komplexen Themen, wo was alles solche kleinen Sonderfälle sind, die dann noch bei der tariflichen Einkommensteuer bzw. bei der festzusetzenden Einkommensteuer zu beachten sind. Bis dahin, tschüss!